Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Salon hier am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, diesmal mit dem Titel Desinformation im Faktencheck. Mein Name ist Sami Nenno, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier und forsche auch zu Desinformation. Der Begriff Desinformation oder Fake News ist heute und in diesem Jahr vor allem auch wieder sehr in aller Munde, denn es ist Superwahljahr. Wir haben gerade die EU-Wahl. Wir haben im November jetzt mit neuer Kandidatin die USA-Wahl und im September, Anfang und Ende, haben wir die Wahlen in den ostdeutschen Ländern, die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und wenn man sich da so die Umfrageergebnisse bisher anschaut, dann wird man merken, dass die AfD ordentlich im Wind ist und höchstwahrscheinlich ordentliche Punkte einfahren wird. Und wenn man dann noch so ein bisschen auf die Verteilung schaut von den Stimmen, dann kann man sich auch denken, dass es ordentlich Kreativität brauchen wird, um vernünftige Koalitionsverhandlungen hinzubekommen. Und dann ist natürlich eine logische Frage, naja, was ist eigentlich so mit Desinformation? Was für eine Rolle hat das gespielt? Wie hilft Desinformation oder wie führt Desinformation zum Erfolg von rechtspopulistischen Parteien oder welchen Einfluss hat Desinformation da? Und das ist keine neue Frage, dazu gibt es auch Studien. Jetzt gerade ist auch eine erschienen im Zusammenschluss von FaktencheckerInnen in Europa. Die haben sich das mal versucht anzuschauen im größeren Stil und haben sich angeschaut, wie im Vorfeld der EU-Wahl Desinformation verbreitet wurde. Und tatsächlich stimmt das auch, was so gefühlt der Fall ist. Die Desinformation, vor allem EU-bezogene Desinformation, hat ziemlich zugenommen in den Monaten vor der EU-Wahl. Also die haben sich so den Zeitraum Januar bis Mai angeschaut, im Juni war die Wahl und Desinformation zur EU, sowas wie die Infragestellung der Wahlintegrität, also die Frage, laufen die Wahlen jetzt fair ab oder wird da manipuliert? Dazu haben sehr viele Falschbehauptungen kursiert online. Und dann ist natürlich ein sehr naheliegender Schluss, naja, mehr Falschinformationen, das bedeutet doch dann auch mehr desinformierte BürgerInnen, mehr BürgerInnen, die getäuscht werden und dementsprechend auch mehr Stimmen für rechtspopulistische Parteien. Und das ist eine der vermeintlichen oder tatsächlichen Gewissheiten, die mir öfter mal in der Debatte, in der öffentlichen Debatte über den Weg läuft, implizit oder explizit. Und tatsächlich ist es in der Wissenschaft gar nicht so klar. Also es ist gar nicht so klar, inwieweit da oder wie groß die kausale Verbindung zwischen diesen beiden Sachen ist. Also inwiefern tatsächlich Desinformation sich aufs Wahlverhalten auswirkt. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, das ist überhaupt nicht so, aber es ist auf jeden Fall nicht so klar, wie es häufig suggeriert wird. Und deswegen haben wir uns gedacht für heute, dass wir solche Gewissheiten, vermeintliche Gewissheiten, tatsächliche Gewissheiten, dass wir da ein bisschen auf den Grund fühlen, haben uns wunderbare Gäste eingeladen. Und ich bin mir sicher, dass die auch noch mal Beispiele haben, was so suggeriert wird in der öffentlichen Debatte, was dahinter steckt, was vielleicht auch ein bisschen zu aufgeblasen ist, was genau richtig ist, wie auch immer. Dementsprechend übergebe ich jetzt und freue mich sehr auf eine spannende Diskussion. Vielen Dank, Sami. Ja, einen schönen guten Abend. Ich möchte gern die heutige Diskussion erstmal mit einer Frage hier in die Runde eröffnen. Und zwar: Wem von euch machen Desinformationen Sorgen? Mal die Hand heben. Ja, also wenn ich das richtig erkenne, dann allen. Und damit seid ihr auch nicht allein. Denn laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung, die Anfang dieses Jahres erschienen ist, sehen 84%, also die überwiegende Mehrheit der Menschen, in vorsätzlich verbreiteten Falschinformationen im Internet ein großes Problem für die Gesellschaft. Und 81% der Befragten sind der Ansicht, dass diese ein Risiko für die Demokratie und den Zusammenhalt darstellen. Ich möchte gerne noch eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat schon mal eine Desinformation gesehen, die so gut gemacht war, dass ihr ins Schwanken gekommen seid? Vielleicht stimmt es ja doch. Auch mal die Hand heben. Ja. Okay, ich hebe auch mal die Hand. Laut ebenfalls einer Bertelsmann-Studie ist mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen, also 16- bis 34-Jährigen, häufig unsicher, ob Informationen wahr sind oder falsch.
Und über genau diese Gefahr und diese Verunsicherung, die Desinformationen verbreiten und wie man die erkennen kann, diskutieren wir heute. Aber auch darüber, wie verbreitet Desinformationen tatsächlich sind und wie berechtigt das wachsende Misstrauen in soziale Medien. Und damit herzlich willkommen an euch hier im Publikum und auch an euch im Stream zu Hause oder unterwegs, wo auch immer ihr uns zuseht, zur Juli-Ausgabe des digitalen Salons des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft. Unser Thema heute ist Desinformation im Faktencheck über die Wahrheit der Lügen. Ich bin Olga Patlan, ich bin Journalistin und Moderatorin und begrüße meine Expertin oder unsere Expertin, die heute mit uns diskutieren werden. Zu meiner Linken ist Uschi Jonas. Schön, dass du da bist, Uschi. Ein kleiner Applaus erstmal. Du bist Teamleiterin bei Korrektiv Faktencheck. Du hast für Redaktionen von Focus Online oder HuffPost gearbeitet. Deine Fachgebiete sind konstruktiver, also lösungsorientierter Journalismus und Themen wie Klima, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und seit 2021 studierst du auch dementsprechend Umweltwissenschaften nebenberuflich im Fernstudium. Also nochmal gerne einen Applaus. Dankeschön. In der Mitte haben wir Vera Schmidt. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der Explain NLP-Gruppe an der TU Berlin und arbeitet an transparenten und erklärbaren Desinformationserkennungssystemen. Im Rahmen ihrer Forschung arbeitet sie unter anderem mit der Deutschen Welle, der dpa und dem RBB zusammen an KI-basierter Erkennung von Falsch- und Desinformationen. Mit Desinformationserkennung beschäftigt sie sich auch während ihrer Zeit am Q-Lab an der TU Berlin und wo sie auch promoviert zu ökonomischen Aspekten des Datenschutzes. Schön, dass du da bist. Und last but not least haben wir Caroline-Theresa Ziemer. Sie ist Psychologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie war außerdem Gastwissenschaftlerin am Social Decision Making Lab der University of Cambridge. Und in ihrer Dissertation beschäftigt sie sich ebenfalls mit Desinformation, genauer mit psychologischen Interventionen gegen Falschinformationen und ideologische Verzerrungen. Schön, dass auch du da bist. So. Und ihr könnt heute auch wie immer Fragen an unsere Expertinnen stellen. Wir werden die letzten 15 Minuten des Panels dafür eröffnen. Ich möchte ganz gern mit einer Begriffsklärung beginnen, einfach damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Weil es wird ja ganz gerne von Desinformation, Falschinformation, Fake News gesprochen. Damit wir einfach einheitlich diskutieren können. Magst du, Vera, vielleicht uns sagen, was genau mit Desinformation genannt ist und wie der Begriff von Begriffen wie Falschinformationen, Fake News abgegrenzt werden kann? Ich kann zumindest einen Versuch starten. Ich beziehe mich hier auf die Definition im Code of Practice von der EU, das 2018 veröffentlicht wurde und 2022 gab es nochmal ein Update. Und da wird zwischen Falschinformation, Missinformation und Desinformation unterschieden. Desinformation bezieht sich auf manipulierte Inhalte, die mit Absicht geteilt werden, also Desinformationskampagnen, die mit einer politischen Motivation zum Beispiel geteilt werden oder so, sind ganz klar Desinformation. Missinformation ist quasi Desinformation nur, dass es ohne Absicht geteilt wird. Also wenn mir meine Schwester zum Beispiel ein Bild schickt, was manipuliert ist, sie es aber nicht weiß und teilt, dann ist das Missinformation, weil sie kein Intent, keine Absicht dahinter hat, tatsächlich jemanden zu täuschen oder in die Irre zu führen. Und das ist natürlich ein bisschen Wirrwarr mit den ganzen Begrifflichkeiten. Insgesamt Fake News beschreibt quasi all das. Und wenn man dann nochmal auf die tiefere Ebene geht, kann man zwischen Desinformation und Falschinformation unterscheiden. Das heißt, Desinformation ist die gezielte Falsch- oder Missinformation, können wir so festhalten. Welche Themen sind denn eigentlich am meisten von Desinformation betroffen? Sami hat ja schon zur Begrüßung gesagt, wir haben ein Superwahljahr, wir haben viele Wahlen, da ballt sich auch so die Menge an Desinformation. Kann man das generell so festhalten, dass es immer politische und gesellschaftliche Events sind, die zum Opfer werden, oder gibt es da noch andere Themen?
kann ich gerne was zu sagen, was wir so sehen in der alltäglichen Arbeit. Hallo nochmal in die Runde, schön da zu sein. Genau, was wir ganz klar in unserer alltäglichen Arbeit in der Faktencheck-Redaktion beobachten, ist, dass es so Themenkomplexe, sage ich mal, gibt, die immer wieder auftauchen. Dazu zählen Migration, Klimawandel, Gesundheitsthemen, auch schon vor Corona. Das sind immer Dinge, die immer wieder auftauchen, wo auch immer wieder dieselben Narrative und Falschbehauptungen aufploppen. Und was aber ganz klar auch relevant ist, sind Wahlen, sind generell politische Persönlichkeiten oder andere berühmte Persönlichkeiten, auch Aussagen, die die treffen und natürlich alles, was irgendwie Nachrichten und Newswert hat, zum Beispiel der Krieg in der Ukraine ist natürlich ein relevantes Thema oder der Krieg im Nahen Osten aktuell. Es waren aber auch so Sachen relevant, wie zum Beispiel das Attentat, das versuchte Attentat auf Donald Trump oder auch die Diskussion darum, dass Kamala Harris jetzt zum Beispiel wahrscheinlich die Kandidatin der Demokraten wird. Mhm. Wo sind denn Desinformationen vor allem zu finden? Also es wird ja meistens über Social Media gesprochen in dem Zusammenhang. Stimmt es denn? Also vielleicht, Vera lacht schon. Möchtest du was dazu sagen? Ansonsten Uschi hat, glaube ich, auch gerade angesetzt. Ich lege mal los, was wir so sehen oder was wir vielleicht einen Schritt zurück. Unsere Arbeit besteht darin, dass wir jeden Morgen das Internet anmachen sozusagen und schauen, was wir da für potenzielle Falschbehauptungen sehen. Und wir nennen das Monitoring. Bei uns hat dann jeder so seine Zuständigkeiten im Team, welche Kanäle man sich genauer anschaut. Und wir schauen uns dann natürlich alle Social-Media-Plattformen an, das heißt Telegram, das heißt X, das heißt Facebook, Instagram. Wir haben auch einen WhatsApp-Chatbot, also auch über WhatsApp verbreiten sich Inhalte, aber natürlich auch über Blogartikel, über YouTube und so weiter. Und aus unserer Perspektive gibt es die auf allen Social-Media-Plattformen, vor allem sehr viel im Netz, an allen möglichen Stellen, nicht zu vergessen TikTok. Und es wandelt sich immer mal wieder, welche da gerade relevanter sind. Das ist teilweise ereignisbezogen, teilweise ist es darauf bezogen, welche Maßnahmen vielleicht die Plattform gegen Desinformation unternehmen oder was gerade, ob gerade mehr der Hit ist, lange Videos oder kurze Videos. Das schwankt immer so ein bisschen. Das heißt, man kann das gar nicht so pauschal festhalten. TikTok oder Facebook sind die Plattformen, wo sich falsche Informationen ballen oder X, sondern es wandelt. Grundsätzlich überall. Caroline hat jetzt auch gerade genickt. Ja, ich finde das auch ein ganz spannendes Thema, weil lange auch in der Forschung gab es immer so die Annahme, dass Leute, die besonders viel Zeit auf Social Media verbringen, dass die dann auch besonders anfällig sind für Desinformation, ne, weil sie die dann auch einfach häufiger sehen. Es gibt jetzt aber ganz neue Studien, die zeigen, dass es total darauf ankommt, was man da auf Social Media konsumiert. Ne. Sie können irgendwelchen Fringe-Seiten folgen, irgendwelchen wirklich so sehr, wir nennen es mal alternativen Accounts, ja, wo Desinformationsnarrative geteilt werden etc. Aber mittlerweile sind ja auch alle möglichen Qualitätsmedien mit Social Media Accounts vertreten. Und es gibt jetzt eine Studie, die zeigt, dass wenn man Personen sozusagen immer mit diesen Qualitätsmedien auf Social Media konfrontiert, also da wurden bei Personen sozusagen eingestellt, dass die immer so Notifications bekommen, aber halt von der Süddeutschen Zeitung und von der Frankfurter Allgemeinen, dass die nach 2 Wochen deutlich besser sind da drin, Desinformationen von wahrer Information zu unterscheiden. Also wir können das eigentlich immer so gar nicht so pauschal sagen, dass jetzt Social Media Konsum per se schlecht ist sozusagen für unsere Informationsdiät. Wird denn in diesen Betrachtungen auch mit einbezogen, dass so ganz banal die Familienchats bei WhatsApp zum Beispiel, wo man ja auch Inhalte weitergeleitet bekommt. Das sind ja nicht zwangsläufig die Inhalte, die ich in meinen Algorithmus gespült bekomme, wenn ich jetzt die Qualitätsmedien nur abonniert habe, sondern die finden mich ja dann auch auf anderen Wegen. Wird das berücksichtigt? Das ist ein ganz, ganz großes Thema in der Forschung, Zugänglichkeit von Daten. Ne? Ich glaube, das trägt auch sehr dazu bei, dass wir eben Desinformation vor allem online untersuchen. Also natürlich bietet die Online-Welt, Online-Medien, Social Media ganz neue Möglichkeiten für die Verbreitung von Desinformation. Aber Desinformation findet natürlich auch offline statt oder eben in Kommunikation, Online-Kommunikation, die nicht so einfach zu untersuchen ist. Ne? Irgendwelche Privatchats, geschlossene Gruppen etc. Oder wenn Sie jetzt hier um die Ecke in den Edeka gehen und mal sich die Boulevard- und Unterhaltungspresse anschauen, ne, was da in der Freizeitrevue geschrieben wird, da finden Sie auch viel Desinformation. Das interessiert nur sozusagen die meisten Menschen nicht so doll und auch die Forschung oder die Politik nicht, weil das natürlich keine politischen Implikationen hat. Ne? Aber
wir haben ein ganz großes Problem mit Zugang zu Daten. Das wird ja auch immer mehr eingeschränkt. Ne? Twitter ist jetzt zunehmend eingeschränkt, Facebook ist sehr eingeschränkt. Also wir haben da relativ wenig Möglichkeiten tatsächlich, das Phänomen, so wie es in der Breite da ist, auch forschungstechnisch zu erfassen. Mhm. Uschi, du hast... Ich wollte noch ein Beispiel erzählen von so Offline-Desinformation. Das liegt schon ein bisschen zurück, aber das war während der Corona-Pandemie. Da gab es ganz viele Telegram-Gruppen, so Ortsgruppen mhm. von der Querdenken-Bewegung vor allem. Mhm. Und die haben angefangen, ganz viel Flyer zu drucken, die mhm. einfach nur aus Desinformation bestanden über Impfen und so weiter, die sie dann in die Briefkästen von mhm. Leuten zu Hause geworfen haben. Also mhm. da haben wir gesehen, dass sich sowas zum Beispiel mhm. auch einfach über gedruckte Flyer verbreiten mhm. kann, auch heutzutage noch. Und das ist ja auch ein Beweis dafür, dass es Desinformation auch vor dem Internetzeitalter gab. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, bevor wir auf die Themen auch eingegangen sind, dass ja davon ausgegangen wird, dass Desinformation vor politischen Ereignissen zunehmen. Kann man das so festhalten? Eindeutig. Ich lege mal los mit meiner eher weniger wissenschaftlichen, sondern subjektiven Sichtweise darauf, also rein aus Erfahrungswerten von unserer Arbeit. Wir haben zum Beispiel jetzt vor der Europawahl zusammen mit Faktencheck-Redaktionen aus ganz Europa dann sehr starken Fokus drauf gelegt, uns anzuschauen, okay, gibt es viel Desinformation, und aber auch sehr viel wurde da unternommen, vor Desinformation zu warnen und so weiter. Und wir hatten das Gefühl, dass es schon eine Wirkung hatte, weil ja, wir haben es vorhin schon gehört, Desinformation zur Europawahl hat natürlich zugenommen oder zur EU vor der Wahl, aber nicht in dieser Welle, wie man es vielleicht befürchtet hat. Also wo man jetzt spekulieren kann, woran lag das, vielleicht auch, weil es gute Prävention gab oder sich das dann vielleicht doch nicht so gelohnt hat. Aber was man dann zum Beispiel immer sieht und was wir auch bei der Europawahl gesehen haben, dass um den Wahltag herum sehr viel Desinformation gab. Dass es da, wir haben es vorhin auch schon kurz angerissen, sehr viel zum Thema Wahlmanipulation gab oder auch Leute, die irregeführt wurden, wie sie das Kreuz auf dem Wahlzettel setzen sollen oder dass der keine abgeschnittene Ecke haben darf und so weiter. Das ist dann was sehr stark zu sehen ist. Aber ich glaube, das ist auch immer nicht so richtig immer klar vorhersehbar. Mhm. Ja, womit es auch ein bisschen korreliert ist, vor allem technologische Erneuerung, wenn wir zum Beispiel unterschiedliche Modelle wie das Videogenerierungsmodell Sora, von dem Sie vielleicht ein bisschen was gehört haben, berücksichtigen oder auch mit ChatGPT und so weiter, da korreliert es auch immer stark, dass mit neuen Technologien dann auch nochmal eine neue Verbreitungswelle, wo man auch einfach nur ausprobieren will, zum Beispiel neue Bilder generiert, neue Videos generiert, neue Audio-Files generiert oder so, um zu schauen, wie gut das überhaupt funktioniert und das nicht unbedingt mit einem bösen Intent hat oder böse Absicht, sondern auch einfach aus Ausprobierungsfreude sowas teilt online. Ja. Mhm. Welchen Effekt hat es denn auf uns, wenn wir Desinformationen begegnen? Caroline lacht schon. So aus psychologischer Sicht würde mich das auch sehr interessieren. Ja, ich habe da so ein bisschen eine gespaltene Meinung. Also das ist, glaube ich, auch eine Frage, die einfach mit dem derzeitigen Forschungsstand nicht klar beantwortet werden kann. Der allgemeine Diskurs darüber, das hat Sami ja schon vorhin ganz gut dargelegt, ne, der wird sehr oft mittlerweile mit einer moralischen Panik verglichen. Also dass dieses Bedrohungsszenario sehr, sehr groß aufgebauscht wird, sowohl von der Politik als auch von den Medien, dann irgendwelche Umfragen gemacht werden, wo Leute gefragt werden, ja, wie schlimm glauben Sie denn, ist das Problem, wie oft sehen Sie das denn, wobei auch immer dann die Frage ist, was verstehen die Leute eigentlich unter Desinformation, ne? Und das ist dann fast wie so eine Schleife, weil dann gibt es dann diese Umfragen, die sagen, ja, 80% der Leute, die haben total Angst vor Desinformation, und dann wird das wieder ganz oben auf die Agenda gehoben. Ne? Global Risk Report ist, glaube ich, Misinformation, Disinformation, sogar noch vor Klimawandel von den großen Expertinnen als die wichtigste oder relevanteste Bedrohung irgendwie definiert genau, wurde. Genau, das wurde, meine ich, Anfang des Jahres genau. verkündet. Und da denkt man natürlich, ui, krass, ne? Heftig. Ja. Und wir müssen aber aus psychologischer Sicht oder aus Forschungssicht sagen, dass dieser einfache Wirkmechanismus, der da so postuliert wird, ne, also dass Sie als unbescholtene Bürgerinnen sozusagen auf Social Media sich informieren, dann sehen Sie eine falsche Information, bilden sich dazu, darauf aufbauend dann eine Meinung, ändern Ihre Einstellungen und gehen dann auf die Straße und werfen einen Stein.
das funktioniert so nicht. Ne? Also in der Forschung ist es so, dass, oder wir wissen das aus jahrzehntelanger Forschung, dass Einstellungsänderungen und auch Verhaltensänderungen wahnsinnig kompliziert sind und ganz, ganz viele Kovariaten noch zusätzlich bedingen. Deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass das im aktuellen Diskurs wirklich dolle überschätzt wird und tatsächlich teilweise auch eher einen Backlash hervorruft, ne? Dass das vielleicht dann eher dazu führt, dass Leute so verunsichert sind und so skeptisch sind, dass so ein institutionelles Vertrauen dann tatsächlich runtergeht und Leute dann gar nicht mehr wissen, welchen Nachrichten, welchen Medien sie eigentlich vertrauen können, weil wir ihnen die ganze Zeit sagen, ja, Vorsicht, Vorsicht, überall ist Desinformation und man muss hier wirklich auf der Hut sein. Auf der anderen Seite will ich es auch nicht kleinreden. Es gibt durchaus Studien, die ein bisschen komplizierter gemacht sind. Das sind meistens so längsschnittliche Untersuchungen, wo wir wirklich einen kausalen Zusammenhang nachweisen können zwischen der Exposition gegenüber Missinformationen und dann sozusagen daraus resultierenden Handlungskonsequenzen. Und ich finde immer so ein sehr eingängiges Beispiel ist, wenn man sich das sozusagen in so einer langfristigen Ebene denkt oder vielleicht so langfristigere Beispiele anschaut. Ne? Gutes Beispiel ist da Russland-Ukraine. Da wird seit mindestens 2014 wird in Russland wahnsinnig viel Propaganda betrieben, wo immer wieder den Leuten erzählt wird, dass die Ukrainer entnazifiziert werden müssen. Ne? Vor 2014 gab es total positive Meinungsumfragen gegenüber UkrainerInnen. Ja? Die Russen haben gesagt, das sind unsere Brüder und Schwestern, wir sind gut mit denen. 10 Jahre Propaganda haben das jetzt komplett geändert. Ne? Jetzt sind die Russinnen der Meinung, dass dieser Krieg berechtigt ist und dass die UkrainerInnen denazifiziert werden müssen. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr prägnantes Beispiel und auch, also wo das plausibel ist, ne? Dass jahrelange Desinformation, wenn sie eben auf einem Kanal die ganze Zeit kommt, durchaus eine Wirkung haben kann. Das ist natürlich nicht auf uns übertragbar. Ne? Wir sind ein plurales, demokratisches System und kein autokratisches. Ne? Aber kann man denn generell sagen, welche Desinformation die krasseste Wirkung haben, beziehungsweise am meisten hängen bleiben? Du hast jetzt das Beispiel mit Russland, Propaganda angebracht. Das sind ja richtige Kampagnen, die ja alle, die ja in mehrere Richtungen arbeiten, um ein Narrativ zu bilden und zu verbreiten. Ist das tatsächlich auch die Art, wie richtig gut gemachte Desinformation funktioniert, auf mehreren Wegen? Oder kann man das überhaupt irgendwie sagen? Also, Uschi, ich kann wieder was dazu sagen, was nicht wissenschaftlich fundiert ist im Zweifel, sondern wieder auf Erfahrungswerten beruht. Aber was wir einfach sehr stark sehen, ist, dass wir das Gefühl haben, dass Desinformation dann gut verfängt und dann auch sehr viel auslöst, wenn es genau den Kern trifft von der Meinung von Leuten. Also wenn sie sich vielleicht dadurch in ihrer Meinung oder in ihrer Sicht auf etwas bestätigt fühlen, wenn eine Desinformation sehr emotionsgeladen ist, also sehr mit Wut, Zorn und sowas verbunden ist, dass sowas dann gut funktioniert und dass auch, ja, es gibt dann einfach auch so Themen, die sich immer wieder wiederholen, deshalb scheinen die auch gut zu verfangen und es lohnt sich auch, die zu verbreiten. Und das sind dann auch oft Sachen, die sehr viral sind, die sehr viele Leute zumindest erreichen. Welche Wirkung das dann hat, wenn das Leute erreicht, ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Das heißt vor allen Dingen auch, wenn eine Desinformation emotional ist, also uns eben auch in unseren Glaubenssätzen, in unserem Weltglauben eben auch erwischt. Ne? Oder? Aus wissenschaftlicher Perspektive kann ich das bestätigen. da haben wir schon eine starke Korrelation zwischen Hate Speech oder emotionalen Inhalten und Desinformation beziehungsweise in der Verbreitungsanalyse, dass das auch viel mehr geliked wird, viel mehr geteilt wird, sobald eben es wirklich höhere, also emotionale Attraktivität dann auch zeigt. Mhm. Das hat schon eine klare Korrelation. Ja. Du nickst auch. Ich will das auch nochmal bestätigen. Also gerade diesen Punkt mit Desinformation muss auf eine Nachfrage treffen, um effektiv sein zu können. Also um das jetzt nochmal auf das Russland-Ukraine-Beispiel anzuwenden. Wenn ich der Meinung bin, dass die deutsche Medienberichterstattung zu Russland kritisch ist, dann suche ich mir praktisch meine alternativen Medien, die ein russlandfreundlicheres und russlandpositives Narrativ zeichnen. Und dann lande ich genau bei solchen Informationen und dann glaube ich solche Informationen auch eher. Vielleicht noch angeknüpft an das Russland-Ukraine-Beispiel oder an den Ukraine-Krieg an sich. Da bestätigt sich auch so ein bisschen, wie wir gesehen haben, wie so die Art der Desinformation sich gewandelt hat, zumindest zwischen 2022, seit dem Beginn des Angriffskriegs und heute, dass zu Beginn
wir tracken vor allem im deutschsprachigen Raum, also was sich auf Deutsch verbreitet an Desinformationen. Zu Beginn war das natürlich viel, das sich explizit auf das Kriegsgeschehen vor Ort fokussiert hat. Irgendwann haben aber Kanäle und Verbreiter von Desinformationen gemerkt, okay, das verfängt nicht mehr so stark. Und dann kam der Switch zu, gehen wir doch einfach auf Geflüchtete aus der Ukraine, die nach Deutschland kommen und was die alles vermeintlich Schlimmes hier im Land bewirken, uns wegnehmen, wie auch immer. Und man auch merkt, hier ist Migration, das verfängt immer gut. Also switchen wir jetzt zu dem Thema, was quasi indirekt ja dann wieder mit dem Krieg zusammenhängt. Kann man denn sagen, dass wir grundsätzlich für Desinformation empfänglich sind, wenn sie unseren Confirmation Bias, also unseren Weltanschauungen, unseren Glaubenssätzen entsprechen? Man könnte die Hypothese zumindest aufstellen, ja. vor allem, wenn man, also Desinformation ist auch vor allem dann wirksam, wenn viel Unsicherheit besteht. Also wenn ich nicht unbedingt eine explizite Meinung habe oder auch nicht den Hintergrund vielleicht in komplexe Inhalte zu begreifen und hin und her gerissen bin und mich dann ein stark emotional getriebener Aussage irgendwie stark mitzieht oder so, das wirkt dann auch viel, wenn man unsicher ist. Es gibt ja ganz verschiedene psychologische Modelle und also auch nicht psychologische Modelle, die das erklären können, warum wir bestimmten Informationen Glauben schenken und warum nicht. Und ein ganz prägnantes, finde ich, ist das des motivierten Überzeugens oder motivierten Denkens. Wir gehen ja immer alle irgendwie davon aus, dass wir so sehr objektiv sind. Ne? Also, dass wir, wenn wir Informationen wahrnehmen, dass wir super kritisch sind und das sehr gut einschätzen können, was das jetzt für eine Information ist und wie wir die verarbeiten. Es ist aber tatsächlich so, dass wir alle, auch wie wir hier sitzen und Sie im Raum, wir haben alle bestimmte identitätsbezogene Ziele bei der Informationsverarbeitung. Ja? Das bedeutet, Informationen, die eher im Einklang mit dem stehen, was wir sowieso schon glauben, was vielleicht auch für unsere Gruppen, mit denen wir uns identifizieren, ja, das kann eine Nation sein, das kann die Familie sein, das können auch Fußballvereine sein, ja, alle möglichen Gruppen, die irgendwie wichtig für uns sind. Wenn das irgendwie im Einklang damit steht, dann glauben wir auch solche Informationen eher. Und wenn das diese Gruppen oder Überzeugungen, die für diese Gruppe sind, kritisiert, dann sind wir da auch selber so ein bisschen skeptisch und wollen das nicht so annehmen. Ne? Und das ist wirklich so ein total fundamentales menschliches Prinzip der Informationsverarbeitung, was uns eben alle betrifft und was uns deswegen auch alle anfällig macht. Ich wollte nur noch was ergänzen, was es vielleicht noch ein Stück weiter treibt, was wir auch gesehen hatten. Wir haben mal testweise Personen geschrieben, privaten Accounts auf Facebook, die eine Desinformation geteilt haben. Eine Behauptung war das in dem Fall über ein Zitat, ich glaube von Annalena Baerbock, sie hätte was gesagt, was komplett erfunden war, und haben dann mal versucht, was passiert, wenn man den Leuten, die Leute darauf hinweist, sagt, wussten Sie, dass das eine Falschbehauptung ist und wollen Sie den Beitrag jetzt korrigieren oder so? Und wir teilweise die Rückmeldung bekommen haben, spannend zu wissen, dass sie das gar nicht gesagt hat, ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil ich kann mir vorstellen, so was ich über sie denke, von ihr halte, dass sie das gesagt haben könnte. Und wenn es hilft, dass weniger Leute ihre Stimme für sie abgeben, dann ist es doch eine gute Sache, wenn ich das teile. Gibt es denn überhaupt Menschen, die immun gegen Desinformation sind? Ich würde sagen, nicht mal wir als FaktencheckerInnen. Da schließe ich mich gerne an, ja. Nein, aber man kann seine Immunität auf jeden Fall steigern. Also es gibt eine ganze Reihe an psychologischen Interventionen, die sozusagen unsere Immunität boosten, sag ich mal. Also sozusagen, dass wir dann besser darin sind, zumindest zu unterscheiden, ob wir das dann noch teilen, weil wir es irgendwie witzig finden oder weil wir denken, das passt mir jetzt auch ganz gut in Kram, auch wenn ich das weiß, dass es eigentlich falsch ist. Das ist nochmal eine andere Frage. Ne? Aber man kann auf jeden Fall was machen. Dazu würde ich auch im Verlauf der Diskussion gerne nochmal konkreter zurückkommen. Darf ich da kurz eine Rückfrage stellen? Denkst du, das ist auch der Fall? Also wir sind inzwischen bei so einer hohen Qualität an Desinformationen, vor allem auf Bild- und Audioebene angekommen, dass selbst wir als Wissenschaftler wirklich Probleme haben, das irgendwie mit bloßem Auge zu erkennen und das nicht fähig sind eigentlich. Selbst wir, wo wir so viele Beispiele schon gesehen haben. Denkst du, dass da tatsächlich sowas wie Media Literacy noch reicht? Nicht unbedingt Media Literacy. Das ist auch ganz spannend. Es gibt auch Untersuchungen, dass gerade Leute, die viel Desinformation teilen, besonders
hohe Medienkompetenz besitzen. Die wissen ganz genau, wo unterschiedliche Informationen zu finden sind. Die können auch die unterschiedlichen Medien total gut voneinander unterscheiden, wissen auch, dass das alternative Medium nicht irgendwie besonders hohe qualitative Standards hat und wissen immer, wo ihre unterschiedlichen Quellen sind. Aber das ist denen nicht so wichtig in dem Moment, weil die haben ja eine bestimmte Agenda. Und ich glaube auf jeden Fall, dass, also ich stimme dir da total zu, ich glaube, umso ja, weniger gut erkennbar Desinformation wird. Ne? Deswegen finde ich übrigens auch immer diese Frage, die gestellt wird, haben Sie schon mal Desinformation gesehen? Naja, wenn die Desinformation gut ist, wahrscheinlich nicht. Ne? Also das ist ja das Ziel von guter Desinformation, dass Sie das eben nicht sehen, dass es welche ist. Ja, mit zunehmender Technologisierung wird das natürlich immer schwieriger, das zu erkennen. Aber ich glaube, so ganz, es gibt ganz grundlegende Logiken und Prinzipien, die immer wieder auftauchen, Strukturen in Desinformation, die immer wieder auftauchen. Ich glaube schon, dass Leute auf jeden Fall darin trainiert werden können, die zu erkennen. Jetzt haben wir ja gesagt, wir glauben oder teilen eher die Desinformationen, die unseren eigenen Weltvorstellungen entsprechen. Aber gibt es denn auch Verschiebungen von Meinungsbildern oder eben politischen Entwicklungen, die eindeutig auf Desinformation zurückzuführen sind? Vielleicht, Vera, hast du dazu aus Forschungssicht eine Meinung? Als Wissenschaftler ist so eindeutig immer ein schwieriger Begriff. Also, was noch nicht belegt ist. Ich fand die Glyphosat-Debatte ganz interessant, weil da sich schon... Entschuldige, welche Debatte? Die Glyphosat-Debatte, ganz interessant. Ich kriege es wahrscheinlich chronologisch nicht mehr so sauber zusammen, aber im Endeffekt war natürlich eine große Gegenmeinung gegen Glyphosat ist giftig, das ist der wissenschaftliche Stand, soll weniger eingesetzt oder bis gar nicht mehr eingesetzt werden. Und jetzt hat sich die Debatte nochmal stark verändert durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse. So neu waren die, glaube ich, auch nicht nur eine neue Interpretation der wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass es wohl doch nicht so schädlich ist. Und das ist, finde ich, auch nochmal eine ganz interessante Sache, wo man die Grenzen auch nicht mehr ganz so klar ziehen kann. Was ist tatsächlich dann Desinformation? Was ist eine Meinungsverschiebung? Und was ist tatsächlich eine gute Meinungsverschiebung im Sinne, dass die Faktenbasis immer noch konstant bleibt? Und das irgendwie gut auseinander zu klamüsern, ist auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht so einfach. Aber da hat sich ganz schön gezeigt, was für Herausforderungen wir eigentlich haben. Meinungsverschiebung ist völlig in Ordnung. Meinungsverschiebung bei gleicher Faktenlage ist problematisch, wenn sich das auch im politischen Diskurs so stark ändert. Caroline, du nickst. Möchtest du noch ergänzen oder war das ein komplett zustimmendes Nicken? Jetzt haben wir so beobachtet, oder gesagt, Desinformation ist vielleicht doch gar nicht so verbreitet wie gedacht. Kann man denn trotzdem sagen, dass sie gefährlich ist für unsere Demokratie? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ja, genau. Also die Frage ist auch immer, es gibt dann auch Studien, die dann so Dinge sagen wie, ja, nur 8% der Inhalte oder so, die man in sozialen Netzwerken sieht oder im Internet findet, sind Desinformation. Und das, also nur, und ich denke dann wieder, naja, aber 8% ist für mich ganz schön viel. Und ich glaube, es ist auch einfach, ja, wir müssen einfach auch generell bedenken, dass Leute sich heutzutage ganz anders informieren, dass zum Beispiel Jugendliche im Zweifel TikTok nicht verlassen und da so viel reingespült bekommen und da ihre Meinung auf Grundlage von Sachen, die sie da sehen, bilden. Deshalb aus meiner Perspektive ist es auf jeden Fall gefährlich, einfach weil es auch immer damit verbunden ist, Leute aufzustacheln, zu spalten, gegen Leute zu hetzen. Es steckt da so viel Negatives drin und so viel Intention, Leute zu beeinflussen, dass ich der Überzeugung bin, dass es Wirkung hat und dass wir ja auch immer mehr davon sehen. Also auch so Sachen wie, dass es immer mehr KI-generierte Inhalte gibt, dass es immer einfacher wird, Desinformation zu verbreiten und es im Zweifel 2-3 Klicks sind, das aber zu widerlegen, mehr Zeit braucht und man dann im Zweifel hinterher rennt, das aufzuklären und so weiter. Ich glaube, das sind ganz viele Aspekte, die das durchaus schon als eine relevante Gefahr für uns in der digitalen Gesellschaft machen. Vielleicht du auch aus praktischer Sicht, oder Vera, wolltest du noch an Caroline?
Ich würde da gerne eine Gegenposition zu aufmachen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es dass Desinformationen per se eine große Gefahr für die Demokratie sind. Ich würde aber sagen, dass Desinformationen ein Symptom sind von tiefer liegenden Konflikten und von tiefer liegenden Problemen. Dass sie Ausdruck sind von einem schwindenden Institutionenvertrauen, einem schwindenden Medienvertrauen, generell einer höheren gesellschaftlichen Polarisierung, weniger Vertrauen in die Wissenschaft. Das sind alles Werte, die relativ stabil sind über die letzten Jahre mit einer leichten abnehmenden Tendenz. Und ich glaube einfach, dass ja, Desinformation in solchen Bedingungen, wo solche, diese ganz grundlegenden Phänomene, die wichtig sind für eine Demokratie, wo das dann sozusagen noch draufkommt, dass das einfach das Ganze noch verstärken kann. Aber ich glaube nicht, dass die Desinformation an sich das Problem ist, sondern dass sie einfach Probleme verstärkt. Mhm. Vielleicht, um die Mitte nochmal zwischen den Positionen zu finden. Sehr gerne. Was ich auch bei der Debatte ganz interessant finde, Desinformation ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja schon seit ein paar hundert Jahren. Das ist kein neues Phänomen. Die Skalierbarkeit, das hat eine völlig andere geworden. Durch das Internet, durch soziale Medien und so weiter. Die große Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich über Desinformation und die gesellschaftliche Auswirkung nachdenke, ist mit, was ist die Realität, auf die wir uns digital einigen können, beziehungsweise inwieweit, was für eine Diskrepanz lassen wir zu von digitaler Realität zur tatsächlichen physischen Realität, die uns umgibt. Und wenn die Diskrepanz zu groß wird, wenn wir zum Beispiel nur noch in Virtual Realities uns umgeben oder so, dann haben wir eine völlig andere Wahrnehmung, die uns auch nachhaltig verändert. Die uns auch zum Beispiel suggeriert, wir können fliegen, wir können unglaublich hochspringen, die uns vielleicht so Verhalten in der tatsächlichen Welt motiviert, was wir gar nicht liefern können. Und das ist, glaube ich, die große, wenn wir über Gefahr sprechen wollen, diese Diskrepanz ist eine Gefahr, dass wir immer noch eine gute Realitätseinschätzung in der physischen Welt haben. Wenn wir jetzt aber bei deinem Glyphosat-Beispiel bleiben, wo wäre da der Unterschied zwischen der realen und der digitalen Welt? Das ist schwierig, weil es da nicht um ganz gezielte Desinformation geht. Da ist wahrscheinlich einmal die Faktenlage interessant. Und wir als Wissenschaftler haben nichts anderes als die Faktenlage, die wir zugrunde legen. Wenn die sich verändert oder wenn die virtuell dargestellt wird und zum Beispiel das Glyphosat-Beispiel ist wahrscheinlich ein bisschen schlecht hier, um das zu skizzieren. Uschi, vielleicht aus deiner Faktencheckerin-Erfahrung. Wie oft kann man nachverfolgen, von wem eigentlich die Desinformation ausgegangen ist? Das ist ganz unterschiedlich. Wir versuchen immer, den Ursprung zu finden, also zumindest, wo diese Behauptung zum ersten Mal aufgetaucht ist. Nicht immer gelingt uns das, aber wir sehen dann manchmal schon, okay, es ist irgendwie am selben Tag und zu ähnlichen Uhrzeiten in mehreren Telegram-Kanälen zum Beispiel aufgetaucht, dann kann man das schon nachvollziehen. Und es gibt dann natürlich Verbreitende, die ganz klar einfach einer Person zuzuordnen sind, die das jetzt zum Beispiel verbreitet. Bestimmte AkteurInnen, die einfach so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen oder die man aus der Szene kennt. Manchmal sind das aber auch natürlich einfach irgendwelche Privataccounts von Leuten. Wir hatten vorhin das Beispiel, wenn die Freundin einem irgendwas auf WhatsApp zum Beispiel weiterleitet und die hat das dann halt irgendwo anders her, ne? Dann ist es halt im Zweifel einfach eine Privatperson, die jetzt nicht die große Agenda hat, warum sie das weiterteilt. Und manchmal stecken dahinter natürlich aber auch Bot- oder Troll-Accounts und die kann man auch oft gut erkennen oder dann gut sehen, was da dahinter steckt und das manchmal dann auch gezielt zum Beispiel in der russischen Kampagne oder sowas zuordnen. Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr macht immer morgens als Redaktion Monitoring, also was gibt es denn überhaupt gerade für Falsch-Desinformationen? Du hast auch gerade gesagt, ihr versucht so den Anfang, den Ursprung einer Desinformation nachzuverfolgen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr mitnehmen, wie ihr denn arbeitet, um Desinformation zu erkennen als Faktenchecker? Ja, klar, gerne. Genau, also wir machen das so, dass wir unser Monitoring aufgebaut haben. Jeder Kanal, jede Social-Media-Plattform funktioniert so ein bisschen anders. Die haben alle so ein bisschen ihre Logiken, die muss man so ein bisschen kennen, um zu verstehen, wie findet man potenzielle Falschbehauptungen. Bei TikTok ist es zum Beispiel vielleicht eine Stichwortsuche oder man weiß auf Telegram, es gibt einschlägige Kanäle, wo man weiß, die verbreiten viel Desinformation, dann folgt man denen, von da aus findet man wieder neue Kanäle und betreibt dann Monitoring.
Dann genau, sehen wir Themen, von denen wir denken, ah, da könnte, das kommt uns irgendwie komisch vor, da entwickelt man so ein bisschen Gespür dafür auch, ehrlich gesagt. Dann gehen wir in eine Erstrecherche und schauen uns schon mal an, okay, könnte das sein, dass da eine Desinformation dahinter steckt? Manchmal stellt sich dann raus, ah ja, da scheint irgendwas nicht zu stimmen, sollten wir uns nochmal genauer anschauen. Oder man stellt dann auch fest, ah nee, das stimmt doch, scheint zu passen. Genau, gleichzeitig gibt es dann noch Leserinnen und Leser, die uns über unseren WhatsApp-Chatbot Sachen zuschicken können, gerade für solche Fälle wie auf WhatsApp werden Sachen weitergeleitet, da kann es dann auch sein, wir stellen fest, ah, es stimmt aber, dann schicken wir zum Beispiel einfach Medienberichte zu dem Thema raus. Genau, und ja, dann haben wir so eine Morgenkonferenz und da diskutieren wir dann über die Themen, die wir identifiziert haben, mit einer Erstrecherche als potenzielle Falschbehauptung und sprechen dann darüber, ob wir die für relevant genug halten, für viral genug. Wir denken, die richten potenziellen Schaden an und dann entscheiden wir uns im Zweifel dazu, einen Faktencheck dazu zu recherchieren. Und genau, dann läuft es bei uns so, dass eine Person aus dem Team sich an die Recherche macht und ja, loslegt und den Faktencheck aufschreibt, immer mit dem Ziel, ja, es ist so ein sehr spezielles Format. Also es ist jetzt nicht so schön zu lesen, oft wie so eine Reportage, sondern das Ziel ist so ein bisschen, dass Leserinnen und Leser wirklich Schritt für Schritt der Recherche einfach folgen können, sodass man selber die Recherche auch nachmachen könnte. Das geht natürlich nicht, wenn man da eine Presseanfrage an Experten oder Expertin stellt. Die kann man natürlich dann nicht selber auch stellen, aber genau, das bauen wir dann ein. Aber zum Beispiel Bilder rückwärts suchen oder sowas erklären wir dann Schritt für Schritt, wie wir das machen. Und dann, bevor ja so ein Artikel veröffentlicht wird, gibt es bei uns zwei Personen, die den Text dann nochmal redigieren. Sprich, in der ersten Runde gibt es dann eine Person, die nochmal einen Faktencheck von unserem eigenen Faktencheck macht. Den brauchen wir natürlich auch. Wir sind ja auch nicht diejenigen, die schon alles wissen bei sich beisammen haben, sondern wir überprüfen uns natürlich auch selber, schauen, ob alles verständlich ist und so weiter. Ist ja auch eines der journalistischen Prinzipien, dass man mindestens ein Vier-Augen-Prinzip hat. Genau, genau. Also zumindest wäre das eigentlich sinnvoll, wenn das immer so wäre, ist nicht immer der Fall, aber genau. Und dann gibt es nochmal eine zweite Person, die bei uns redigiert, einfach um dann nochmal eine Absicherung zu haben, genau. Und dann wird der Faktencheck veröffentlicht. Genau. Merkt ihr eine Zunahme von Desinformationen? Die Frage ist, was ist der Zeithorizont? Also seitdem du da bist, ich glaube seit 2020 bist genau, du dabei, ich bin, ne? Ich bin seit 2020 dabei, ich kam quasi so mitten in die Corona-Pandemie mit rein. Damals waren wir im Team, ich glaube, 5 Faktencheckerinnen und Faktenchecker und inzwischen sind wir mit der Teamleitung zusammen, ich glaube, 13, also wir sind als Team gewachsen und jetzt gehen uns nicht die Themen aus, sage ich mal, aber ich würde jetzt nicht prinzipiell sagen, dass es deshalb 2020 weniger Desinformation gab als jetzt und es ist auch immer so ein bisschen wellenförmig. Während der Corona-Pandemie gab es super viel Desinformation, dann eben immer rund um Ereignisse, als der Ukraine-Krieg losging, war natürlich so eine Welle da und super viel. Ich würde sagen, es ist generell immer wellenförmig, aber es ist jetzt nicht so, dass wir das Gefühl haben, es ebbt ab oder so, das auf keinen Fall. Wie lange braucht ihr ungefähr für so einen Faktencheck? Das kann man nicht so pauschal sagen, weil das total auf das Thema ankommt. Also Beispiel, wir haben ein Thema, bei dem hat jemand ein Bild geteilt und behauptet, oder ein Foto geteilt und behauptet, ah, das zeigt eine aktuelle Demonstration in Frankreich gegen XYZ. Dann stellen wir über eine einfache Bilderrückwärtssuche fest, zeigt was anderes. Dann ist es ein schneller Check und schnell gemacht. Da muss man auch nicht super viel aufschreiben, aber um zu erklären, warum, was es zum Beispiel mit der Behauptung auf sich hat, mRNA-Impfungen würden Frauen unfruchtbar machen, der ist dann schon ein bisschen aufwendiger. Genau, und ja, also teilweise kann es sein, dass wir so einen Faktencheck in einer Woche, in einem Tag quasi fertig bekommen, auch mit der Redigatur. Teilweise dauert es aber auch länger als eine Woche. Genau. Vera, du arbeitest ja daran, Erkennungssysteme von Desinformationen zu entwickeln. Inwiefern helfen sie Menschen wie Uschi? Idealerweise. Also man muss wahrscheinlich nochmal pro Modalität ein bisschen unterscheiden. Mit Modalität meine ich Text, Bild, Video und Audio. Wir haben uns vor allem auf den Text konzentriert und ein bisschen Audio- und auch Bildanalyse. Und bei der Texterkennung arbeiten wir vor allem daran, dass wir die Provenienzanalyse unterstützen. Provenienzanalyse bedeutet, dass man versteht, wie haben sich Desinformationen entwickelt, wie haben sie sich verbreitet, woher kommt das eigentlich? Und da
sind wir gerade dabei, eine Wissensbasis aufzubauen, eine Knowledge Base, wo wir bekannte Fakten und auch bekannte Fakes abspeichern, wo wir auf der Arbeit von Journalistinnen wie auch bei Korrektiv aufbauen und diese Wissensbasis quasi auf allen Faktenchecks von den International Fact-Checking Signatories aufbauen. Mhm. Da können wir immer schnell gegenchecken, zum Beispiel, wo gab es zum Beispiel schon mal einen Faktencheck dazu oder nicht. Dann können Journalistinnen schnell entscheiden, okay, da gibt es schon mal eine Analyse, das wurde schon mal überprüft. Das können wir so abhaken und mit abfrühstücken. Das müssen wir nicht nochmal machen. Da hatten wir auch viele Gespräche mit der Deutschen Welle, dass das so eine der Hauptschmerzpunkte ist, dass man oft halt Arbeit wiederholt, weil man nicht weiß, dass sie schon mal gemacht wurde zum Beispiel. Das schnell mit aufzeigt. Aber auch, wenn unglaublich viele Textdateien geleakt werden, dann ist es für Journalistinnen schwierig, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, was sind die wichtigsten Inhalte. Dass wir eine Art Claim-Filtering betreiben, die Hauptclaims, die Hauptaussagen rausfiltern, die überprüft werden können und dann bei der Überprüfung tatsächlich helfen, um zu schauen, sind die Fakten denn so auch in der Wissensbasis hinterlegt? Sind das bekannte Fakten, die man so bestätigen kann oder nicht? Das sind zum Beispiel Tools, die wir ganz konkret für Journalistinnen entwickeln. Aber grundsätzlich können die halt eben Zeit sparen, um dann vielleicht auch deutlich mehr Desinformationen auch gegenzuchecken. Ja. Wie versprochen, würde ich jetzt ganz gern die Diskussionsrunde öffnen. Vielen Dank schon mal bis hierhin für eure aufschlussreichen Antworten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch sehr gern melden und auch Fragen stellen. Es kommt direkt auch gleich ein Mikro. Hallo, ja. Ich bin Informatikerin und beschäftige mich mit KI. Und das, was du erzählt hast, erinnert mich an ein Startup, wie auch immer, wo es darum geht, Lieferketten zu checken. Also Firmen, die internationale Lieferketten haben, haben einerseits die Möglichkeit, auf ganz viele Daten zurückzugreifen, um zu entscheiden, oh, ich muss diese Lieferkette ändern, sonst gibt es hier einen Stau oder wird zu teuer oder was auch immer. Das schafft ein Mensch nicht. Und eine Entscheidung nicht zu treffen, kostet Geld. Deswegen die Idee, lass doch die KI das bitte machen. Das ist immer noch richtiger, schneller und zuverlässiger, als wenn das ein Mensch macht, der gar nicht hinterherkommt. Das ist so ähnlich, wie was du beschrieben hast mit den Fakten im Netz. Die müssen wir checken. Die ist ja nicht viel anders. Ich muss prüfen, wo kommt das her? Wie kann ich dem folgen? Gibt es eine Spur? Bei dem Beispiel mit der Lieferkette war es so, dass eben der semantische Wert erkannt werden kann. Bosch-Streik. Geht es darum, dass bei Bosch gestreikt wird? Ist das ein Problem für unsere Zulieferer bei Waschmaschinen? Oder nein, irgendwer hat gesagt, meine Waschmaschine streikt von Bosch. Also nun kann ich das einordnen. Ist das ein Thema bei euch? Arbeitet ihr an so etwas? Bin ich jetzt völlig weit weg davon? Ja, also so weit weg ist das nicht. Also wir versuchen wirklich, also Evidenz zu liefern für unterschiedliche Aussagen. Was wurde da schon zugesagt? Was gibt es für Informationen dazu? Um quasi diese, was du genau beschrieben hast, diese Suche zu vereinfachen und alles parat zu stellen, aber ganz klar nur als intelligente Entscheidungsunterstützung und nicht als finale Analyse, sodass die Journalistin immer noch am Ende die Entscheidung trifft und nicht die KI-Systeme, weil wie alles ist das auch fehleranfällig und das ist natürlich ein sehr sensibler Bereich, deswegen sind wir immer sehr drauf bedacht, immer nur intelligente Entscheidungsunterstützungssysteme zu bauen, ja. Vielen Dank für deine Frage. Hat noch jemand eine Frage? Traut euch ruhig. Ihr habt jetzt die Chance. Wir haben drei Expertinnen im Publikum. Wir haben noch eine Meldung da weiter hinten. Ist direkt hinterm steckt. Das Thema Boosting, Immunisierung gegen Desinformation wurde kurz angesprochen, wurde aber dann nicht vertieft. Können Sie da noch ein bisschen zu sagen? Könntest du vielleicht die Frage noch mal etwas lauter wiederholen? Das Thema Boosting, Immunisierung gegen Desinformation wurde kurz angesprochen, dann aber nicht vertieft. Können Sie da noch ein bisschen zu sagen? Ich glaube, das kann man ja aus mehreren Facetten jetzt beleuchten, aber wahrscheinlich geht es um die persönlich, also wie kann ich mich selbst gegen Desinformation immunisieren, ne? So würde ich es jetzt verstehen. Also wie kann ich resilienter werden? Ja. Ja, kann ich gerne noch was zu sagen. Fact-Checking würden wir ja sozusagen in so einen Debunking-Bereich einordnen. Ne? Also da ist die Idee, wir haben praktisch schon Kontakt mit Desinformationen gehabt und haben vielleicht schon auch falsche Überzeugungen deswegen gebildet. Und jetzt kommt der Fact-Check und korrigiert das praktisch, ne? Und rückt das Bild wieder gerade.
Und das hat ein paar Nachteile. Ne? Du hast ja schon gesagt, ihr müsst ja manchmal auch echt gucken, dass ihr so ein bisschen hierarchisiert, ne, was ist denn jetzt wirklich relevant, weil es gibt einfach wahnsinnig viel, was da im Netz unterwegs ist und kein Fact-Checking-Team der Welt kann groß genug sein, um sozusagen allen Desinformationen, die irgendwie zirkulieren, hinterherzulaufen. Außerdem ist Fact-Checking, also Forschungsergebnisse zeigen, dass es so ein bisschen schwierig ist bei Leuten, die eigentlich eine andere Überzeugung haben. Also Fact-Checking funktioniert nicht so gut, wenn Leute sozusagen ein ganz anderes Weltbild haben als sozusagen die korrigierte Information. Mhm. Und da kommen dann Pre-Bunking-Ansätze zum Tragen. Das sind sozusagen Ansätze, die davor ansetzen. Also bevor sie sozusagen überhaupt mit Falschinformationen in Kontakt kommen, kann Pre-Bunking sie immunisieren. Gibt es so diese klassischen Boosting-Ansätze. Das ist alles, was so im Kontext von irgendwie Medienkompetenz, Digitalkompetenz irgendwie vermittelt wird. Kann man sich so auch relativ klassisch in so einem Bildungssetting ganz gut vorstellen. Ne? Also sie gehen in die Schule oder zur Uni und dort wird ihnen dann sozusagen beigebracht, anhand welcher Merkmale sie gut unterscheiden können, was sind reliable Nachrichten, was sind gute Quellen, was sind nicht so gute Quellen, wie mache ich denn so eine Rückwärtsbildsuche, wie checke ich denn Informationen, also gucke ich da vielleicht nochmal auf anderen Seiten, ob das da auch berichtet wird, ne? Wird hier emotionale Sprache benutzt, ne? Dass ihnen so praktisch so diese Basics irgendwie beigebracht werden und sie dadurch irgendwie kompetenter sind. Was gerade so, ich sag mal, der neueste Shit in der Interventionsforschung ist, das nennt sich Inoculation, kann man übersetzen mit Impfung. Mhm. Da wird es so ein bisschen komplizierter. Weil quasi gerade auch das so ein Synonym, was verwendet wurde, Booster gegen Desinformation. Genau. Da wird es so ein bisschen, ein bisschen psychologisch nerdiger. Also da geht es darum, dass sie praktisch vor Überzeugungsversuchen von Desinformationen geschützt werden. Es gibt zwei Komponenten. Zum einen gibt es erstmal eine Warnung, da soll sozusagen ihr psychologisches Abwehrsystem aktiviert werden. Ne? Sie können sich das vorstellen, zum Beispiel, Sie sehen so eine Meldung und da steht jetzt erstmal, Achtung, jetzt kommt jemand und der will Sie sozusagen mit Desinformationen von etwas Falschem überzeugen. Dann sind Sie sozusagen schon mal in so einem alarmierten Zustand, weil wir wollen nicht überzeugt werden. Wir sind eigentlich sozusagen psychologisch so ausgerichtet, dass wir gerne mit den Überzeugungen, die wir bereits haben, so ein bisschen bleiben. Und im zweiten Schritt kommen dann so klein dosierte Desinformationen, die aber gleich entkräftet werden. Also da wird Ihnen gleich erklärt, warum die falsch sind, was da so für Strategien und Taktiken verwendet werden. Und die Idee ist, dass diese zwei Komponenten dazu führen, dass sie sozusagen wie so eine Langzeitimmunität entwickeln. Also man kann sich das wirklich wie so eine Schutzimpfung vorstellen, ne, wo sie auch so eine kleine Dosis von einem Virus geimpft bekommen und dann hält das ein bisschen länger. Wo bekommt man die? Es gibt tatsächlich, das ist eine Interventionsklasse, die relativ gut schon übersetzt wurde. Da können Sie, wenn Sie nachher noch sich erinnern und Lust haben, mal zu recherchieren, wenn Sie Bad News Game eingeben. Das ist mittlerweile, sind auch so gamifizierte Varianten, also wo sozusagen auch schon so ein bisschen mitgedacht wird, dass all das, also wenn wir das in Studien irgendwie herausfinden, dass das funktioniert, dass es so ein bisschen schwierig ist, weil wir ja unsere Studienteilnehmer immer dafür bezahlen und die große Frage ist, setzen sich Leute auch in der Realität damit auseinander, wenn man einen 8-Stunden-Tag hatte und eigentlich zu Hause auf der Couch nur noch Entertainment haben will, ne? Und dann wird schon das versucht, dass es so ein bisschen attraktiver gemacht wird, gibt auch Videoübersetzungen von dieser Strategie, gibt es auch Sachen, die jetzt zusammen mit der Bundesregierung entwickelt wurden, also genau, aber Bad News sozusagen als Schlagwort, können Sie mal googeln. Und eine dritte Kategorie möchte ich noch nennen, weil ich die ganz relevant finde, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt immer festgestellt haben, dass Personen sich Falschinformationen glauben und suchen, die ihren Überzeugungen schon entspricht. Und das ein Problem ist sozusagen auch, wenn es darum geht zu korrigieren. Und es gibt eine Klasse von Interventionen, die ist überhaupt nicht gut untersucht. Ergebnisse sind auch super heterogen und es ist eigentlich sozusagen für ForscherInnen nicht besonders gewinnbringend, sich da weiter reinzubegeben, aber eigentlich ist es total wichtig. Und zwar sind es so identitätsbasierte Interventionen. Also es wirklich so darum geht, was fehlt Menschen eigentlich dafür, sozusagen an so Bedürfnissen, was muss befriedigt werden, damit sie sozusagen bereit sind, eine Korrektur anzunehmen, die eigentlich sozusagen ihren Überzeugungen widerspricht. Und da gibt es mittlerweile so Ansätze, gerade im Kontext von ImpfskeptikerInnen,
wo es darum geht, Menschen Empathie entgegenzubringen, Menschen Respekt entgegenzubringen, sozusagen für ihre Ängste, die dann mit dem bestimmten Thema verbunden sind, und nicht einfach nur zu sagen, das ist falsch und das ist richtig, sondern wirklich sozusagen so ein bisschen ganzheitlich heranzugehen. Ist aber natürlich auch super aufwendig. Ne? Kann man nicht mal eben in so einer kleinen Intervention groß skaliert machen, sondern das ist dann wirklich so ein Face-to-Face, wo sehr stark dann eben auf das Gegenüber eingegangen werden muss. Aber da gibt es sehr spannende und auch erfreuliche Ergebnisse aus der Richtung. Und sehr vielfältige Methoden insgesamt. Damit wir eben hier nicht mit so einem Kopf rausgehen, können wir vielleicht so drei Tipps für alle hier im Publikum und im Stream festhalten, die jede sich einfach merken können, wie man wacher wird, resilienter im Umgang mit Desinformation oder in der Information, die man begegnet. Uschi, vielleicht du auch als Faktencheckerin. Ich kann ja mal einen Tipp mitgeben, der klingt total banal, ist aber, glaube ich, oft ganz hilfreich, dass wenn man Informationen konsumiert, zum Beispiel was über WhatsApp geschickt kommt, in irgendeinem Feed unterwegs ist, auf TikTok, Instagram, wo auch immer, und an irgendwas hängen bleibt und da irritiert von ist oder irgendwie starke Emotionen irgendwie verspürt, wenn man das liest, dann einmal kurz sagen, okay, da passiert gerade was mit mir. Und dann einmal schauen, selber mal nachrecherchieren, ob das irgendwie eine glaubwürdige Information ist. Heißt natürlich nicht immer, wenn irgendeine Information eine Emotion auslöst, dass das deshalb eine Desinformation ist. Aber das vielleicht einfach mal so als Mechanismus ein bisschen trainieren und dann jedes Mal so gucken, bin ich da vielleicht auf eine Desinformation reingefahren oder passt da alles? Haben wir noch Fragen im Publikum? Das Mikrofon kommt. Wir haben jetzt noch rund 5 Minuten, also Zeit auf jeden Fall für diese Frage noch und vielleicht noch für eine kurze. Ich beeile mich mit der Frage. Danke. Die geht in Richtung KI-basierte Checkup von Desinformationen. Unser Auftrag ist die Förderung von Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche. Und da ist natürlich Desinformation ein großes Thema. Und wenn ich mir die U16, U18-Wahlen angucke, dann haben wir gefühlt eine ganze Generation verloren oder wir können versuchen, sie noch zu retten. Gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich so einen niedrigschwelligen Ansatz, den man für Workshops nutzen könnte, also wie man mit KI sozusagen, mit irgendwelchen AI-Modellen Workshops mit Kindern und Jugendlichen machen kann, um Desinformationen rauszufinden? Was vielleicht erstmal ganz interessant ist in solchen Formaten, den Kindern oder auch Jugendlichen zu zeigen, wie leicht es ist, Desinformation zu kreieren. Und dann zum Beispiel mit Modellen wie Midjourney oder Sora oder auch anderen Modellen einfach selber eigene Bilder nehmen und eigene Fakes quasi erstellen, Deepfakes. Und dann einmal aufzuzeigen, okay, ist es richtig einfach, das zu machen? Ihr könnt quasi euch in jede Umgebung projizieren, die ihr wollt, euch als Helden, als Astronaut, sonst was darstellen. So leicht ist das. Deswegen müssen wir kritisch sein. Und dann gibt es unterschiedliche Tools, die auch schon kursieren, wie Verify zum Beispiel oder Invid. Das sind unterschiedliche Plugins, die man auch verwenden kann, um Desinformation vor allem auf Bild- und Audioebene gezielt zu erkennen. Auf Textebene ist das eben ein bisschen schwierig. Da gibt es zum Beispiel die Database of Known Fakes and Facts von OntoText entwickelt, wo man sowas ein bisschen nachvollziehen und skizzieren kann. Aber auf Textebene gibt es noch nicht so wirklich Tools, die man schon deployed hat, die man so 1:1 nutzen kann. Ja. Und wir haben noch eine Frage. Wir beeilen uns. 3 Minuten haben wir noch Zeit, bis der Stream zu Ende ist. Ja, meine Frage ist, wir reden ja mal so viel über diese komplizierten Systeme der Faktenchecks, aber es gibt ja auch die normalen logischen Themen. Also können diese Zahlen überhaupt richtig sein zur Gesamtheit? Und das kommt mir immer ein bisschen zu kurz. Also denken sollten wir auch der jungen Generation vermitteln. Ja. Welche einfachen Systeme meinen Sie? Na eben, wenn wir über 80 Millionen Deutsche reden, und es kommen Zahlen vor, weiß ich nicht, von 15 Millionen, von irgendwas, dann kann man eben auch mal prüfen, also überlegen, ob es realistisch ist, dass so eine große Teilmenge diese Bedingungen erfüllt. Jemand? Also einfache Systemlogik. Logik und Denken. Ja. Ist die Frage damit beantwortet, oder? Ja, ich wollte eigentlich bloß einsagen. Ja. Darüber zu wenig gesprochen wird. Ja,
dass wir sehr kompliziert über dieses Thema generell sprechen und eben auch oft vergessen, dass wir uns unserer eigenen Logik noch ein bisschen mehr bedienen. Haben wir noch eine Frage im Publikum? Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es wird Zeit. Hier im Publikum, auch hier im Stream. Vielen Dank auch an unsere Expertinnen, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Diese Diskussion könnt ihr ja wie immer auf der Web- und YouTube-Seite des Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft auch nachsehen, auch alle Tipps, die vorgekommen sind. Vielen Dank und einen schönen Abend.